Ich habe das Gefühl, das ist so voll der, aber das ist jetzt so, also wie von außen, weißt du? Keine Ahnung, ob das stimmt. Mir kam es so vor, wie dass er ein bisschen verloren war, so ein bisschen wie eine verlorene Seele, so. Und das tat mir so leid, weil ich habe ihn das erste Mal gesehen und kennengelernt mit Brenda's Got a Baby, so Tupacalypse hieß ja das Album, so, das habe ich gehört. Und dann habe ich halt immer mehr gemerkt, wie es wurde so. Er hat diesen Pack hat er auch ab und zu immer noch so, kam dann raus, aber es wurde so krass aggressiv und mir kam es vor, wie jemand, der so von seinem eigenen Image auch überrollt wurde, weil die Leute von ihm verlangt haben, dass er so Gangster und so thuggish sein muss, dass dann irgendwie ging es dann nur noch darum, Tupac spuckt in die Kamera, Tupac hat irgendjemand kaputtgeschlagen, Tupac soll eine Frau vergewaltigt haben. Ob das stimmt oder nicht, spielt ja keine Rolle, aber ich hätte gedacht, dass es ein viel, viel sensiblerer und viel künstlerischer Typ ist. Wenn man den sieht in seinen Augen, hat er nicht so auf mich gewirkt wie ein boshafter, bösartiger Mensch, so, der irgendwie sein Leben lang nur Mord und Totschlag gesehen hat, sondern man hatte eher das Gefühl, dass man es mit so einem, ja, mit so einem Poeten zu tun hat, so, der aber, damit die Leute ihn ernst nehmen, einfach auch wirklich diese Aggression, die ihn dann am Ende auch zerstört hat, so, weißt du, das dann für die Leute machen musste. Und das ist so mein Punkt. Deswegen freue ich mich über jeden Rapper, wie zum Beispiel auch ein PA, so weißt du, der einfach auch irgendwann sagt, ey, so weißt du, jetzt kommt der nächste Schritt und der nächste Schritt. Wenn ich dann auch sehe, dass die Leute auch aus ihrem Straßending nochmal herauswachsen und weißt du, ich sage auch nicht, PA hat ja jetzt nicht so super primitiven Straßenrap gemacht, aber dass dann, dass du so merkst, wow, krass, nochmal jetzt eine persönliche Ebene, nochmal so eine Entwicklung und viel mehr Songwriting und Pipapo. Und das wünsche ich persönlich den Straßenrappern, dass sie nicht in ihren, dass sie nicht in ihrem Image gefangen sind, sondern dass sie irgendwann davon loskommen können, dass sie sagen können, ey, das interessiert mich gar nicht, ob ihr denkt, dass ich hart bin oder nicht, spielt keine Rolle und ich muss es nicht machen, weißt du, ich muss nicht jemanden totschlagen oder jemanden abstechen und damit meine Familie und meine Liebsten da irgendwie in tiefste Trauer stürzen, so, sondern ich kann auch was Gutes machen und wenn es sein muss, kann ich auch irgendwann auf Gitarrenmusik rappen oder singen, weißt du, wenn ich das so empfinde. Man sollte jedem da den Freiraum lassen und ich glaube, Pac war wahrscheinlich jemand, dem nicht der Freiraum gelassen wurde, sich zu entfalten und das zu machen, weil ich denke, der war ein Künstler eigentlich.